Hallo zusammen. Heute zeige ich euch, wo wir das Großkatana finden und was wir dafür tun müssen. Wir sind hier, große Brücke im Norden. Und wir müssen hier auf den See. Hier könnt ihr eine Herbeirufungsreserve aktivieren. Hier vorne rechts liegt das Großkatana. Der Drache hier im Hintergrund, der lebt. Und den können wir dann auch noch besiegen. Hochsteigt immer die Kamera so und jetzt wegreiten. Mal den Kopf anvisieren. Und wieder weg.
immer in Bewegung bleiben. Das ist wirklich am besten. Das darf euch nicht treffen. Das tut wirklich weh. So, jetzt wieder die Markierung wegmachen. Das hilft euch einfach, sonst landet der direkt auf euch drauf. Puh. Das war knapp. Das war's dann. Ja, das hat sich doch gelohnt. Eine super Waffe und dann ein Drachenherz und ein uralter Drachendunkelschmiedestein. Viel besser kann's ja gar nicht sein. Das direkt hier am See. Wie gesagt, benutzt euer Pferd, bleibt in Bewegung, dann ist das wirklich total einfach. Ihr habt es ja gesehen. Immer umkreisen, die Mitte oder den Kopf anvisieren, immer mit dem Diskus aus Licht drauf. Ihr könnt eine Asche beschwören, vorzugsweise natürlich die Imitatorträne. Ihr braucht aber nicht, ihr braucht Chabriris Kummer nicht, ihr müsst nicht mitspielen. Habe ich jetzt auch nicht. Und denn Agro ist kein Problem, das hat man ja gesehen. Schön im Kreis reiten mit dem Diskus aus Licht. Ich musste nicht mal Mana nachtanken. Das funktioniert wirklich einwandfrei, ist total einfach. Dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Großkatana. Bis zum nächsten Mal, euer Diamond. So, da haben wir das schmucke Großkatana. Sieht wirklich cool aus. Riesengroß. Ich habe es jetzt zweihändig in der Hand. Das ist die Links-1-Attacke. Das ist die R2-Attacke. Und das ist, wenn ihr Links-2 gedrückt haltet. Und dann halt entweder L1 oder jetzt L2. Dann macht er diese Attacken. Wirklich sehr cool. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Waffe. Bis zum nächsten Mal.